Okay, gucken wir uns an. Retter aus der Luft im Helikopter der DAF Luftrettung. Einsätze in hunderten Metern Höhe. Boah. Okay, ganz stabile Lage, super. Patienten in Lebensgefahr. Wir müssen sie jetzt einfach mitnehmen, das schaffen wir auch. Suche nach Vermissten. Zwei Tage bei der Luftrettung. Geil, Digga. Stern TV war hautnah dabei. Geil, Digga. Hab ich voll Bock drauf. Hi. 7.30 Uhr. Das Team von Christoph 54. Riesenrespekt auch. 50 in Freiburg bereitet sich auf den Tag vor. Notfallsanitäter Henning Behrens checkt gemeinsam mit. Stelle ich mir unabhängig davon, dass man mit Sicherheit sehr viele Sachen sieht, die man nicht vergisst, stelle ich mir das als Beruf mit einem Helikopter schon ziemlich spektakulär und einzigartig vor. Notarzt Dr. Hans-Jörg Busch und Pilot Oliver Barth die Seilwinde am Hubschrauber. Alles drin. Ab jetzt ist der Helikopter einsatzbereit. Nächster Punkt auf der Tagesordnung, Lagebesprechung beim Frühstück. Doch plötzlich wird das Briefing unterbrochen. Der erste Einsatz steht an. Hotel am Hammersbach. Lotse kommt an Adresse 22. Faktor. Das ist eine Winde, ne? Offen bei Baumfellarbeiten ist ja, eine Winde. Wir machen Winde draus. Ein junger Mann hat sich mitten im Schwarzwald bei Holzarbeiten verletzt. Landen direkt am Unfallort unmöglich. Die Winde wird unmittelbar zum Einsatz kommen. Schnallt sie doch an. Unterwegs nimmt die Crew einen Rettungsspezialisten der Bergwacht auf. Er soll Notarzt Dr. Busch bei der Bergung des Opfers unterstützen. Also haben die nochmal zwischengelandet, oder was? Helikopter fliegen, wenn ich das jetzt so sehe. Ich bin ja erst vor kurzem 2,5 Stunden von Hamburg nach Frankfurt geflogen. Helikopter fliegen ist sowas von geil, Digga. Ah, den sammeln sie jetzt ein. Über dem Unfallort ein letzter Check. Dann geht es per Seilwinde 90 Meter in die Tiefe. Boah. Der Kameramann muss im Hubschrauber bleiben. Ab jetzt filmt nur noch die Bodycam vom Notarzt. 90 Meter runter, Digga. Das ist aber ordentlich, Alter. Okay. Ihr seid soweit. So, der Bogen schwenkt aus. Position ist gut so, Olli. Abseilen 90 Meter, Digga. Da musst du Eier aus Stahl haben. Die Unfallstelle ist schwer zu erreichen. Ein Notarzt ist bereits vor Ort. Er ist 22 Jahre alt, hat eine eigene Forstfirma, arbeitet leider meistens allein. Aha. Ich hab schon mal mit ihm zu tun gehabt. Es ist eben wohl da unten, er ist abgerutscht. Okay. Ein massiver Baumstamm hat den Unterschenkel des 22-Jährigen zertrümmert. Er muss schnell ins nächstgelegene Krankenhaus. Ei. Also pass auf, wir würden jetzt dich, dass du so schnell wie möglich wegkommst, dass es auch so schonend wie möglich für dich ist, jetzt in den Bergesack bei uns reintun. Und dann nehmen wir dich wieder mit dem Hubschrauber hoch, verladen dich in der Luft und fliegen dich nach Offenburg. Trotz des schweren Unfalls ist der Waldarbeiter bei vollem Bewusstsein. Hast du denn noch woanders Schmerzen, außer da unten? Nein. Gar nichts. Hier oben hast du nirgends was abgekriegt, weil das, die Bäume, die sind so brutal dann, gell? Ich habe nichts abbekommen. Schmerze jetzt? Geht. Aufgrund seiner Verletzung steht der Patient unter Schock. Ich gebe dir noch ein bisschen was gegen die Schmerzen. Ich nehme alles mit. Ich gebe alles. Was für eine Scheißsituation, Digga, für ihn, ne? Unterschenkel, also Bruch, zertrümmerter Unterschenkel, Oberschenkel. Boah, da hast du lange mit zu kämpfen. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Gemeinsam bereiten die Rettungskräfte das Unfallopfer für den Lufttransport vor. Und ist, glaube ich, auch relativ unangenehm, mit so einem Ding jetzt noch transportiert zu werden, beziehungsweise da hoch. 1, 2, 3. So. Aber ich will mal so sagen, ein Auge lacht, ein Auge weint, weil natürlich, ne,
Menschen mit Leid, Verletzung, da weint ein Auge, aber ein Auge lacht auch, weil ich so viele Engel da stehen sehe, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, uns in Lebenslagen, wo es uns schlecht geht, uns zu helfen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, wie die da alle gemeinsam eine Mission haben, nämlich dem Patienten zu helfen. Das ist so ein schönes Gefühl. Super. Und langsam ab. Jawohl. Der Patient soll in über 100 Meter Höhe in den Hubschrauber verladen werden. Wir verpacken dich jetzt gut, gell? Ja. Jetzt geht's gleich los, gell? Nicht erschrecken. Ja. Wird ein bisschen laut, du darfst jetzt schlafen. Über der Unfallstelle navigiert Sanitäter Henning Behrens den Piloten bei der Bergung. Es kommt auf jeden Meter an. Das ist schon krass, was die Jungs da machen, Digga. Das ist schon krass. Das ganz große Kino. 120 Meter in die Höhe. Boah! Digga! Respekt, Mann. Okay, ganz stabile Last, super. Digga! Okay, super. Last ist über der Kufe. Riesenrespekt. Auf direktem Weg fliegt der Hubschrauber ins knapp 25 Kilometer entfernte Klinikum Offenburg. Nach der Patientenübergabe kehren die Luftretter zur Station zurück. Ja, die Scheiße wegen Datenschutz und so, das mag ich in Amerika, da muss ich wieder mal sagen, in den amerikanischen Dokumentationen, wenn es um sowas geht, immer noch lieber. Weil da kommt dann immer zum Schluss so, Patient hat sich wohl erholt, hat einen Blablabruch und ist wieder topfit. Manchmal interviewen sie sogar noch die Leute danach. Aber hier ist alles anonym und ja, ist auch okay natürlich. Aber mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, wie geht's ihm jetzt? Was hatte er jetzt genau so, ne? Kommt auch manchmal in den deutschen Sachen vor, klar, ja. Warte, jetzt haben wir... ...zur Station zurück. ...nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Er wird wahrscheinlich operiert werden. Und ich denke, das ist eine gewisse Zeit. Krankenhaus braucht eine gewisse Zeit. Nee, halt, dass er dann auch wieder... Zurück auf der Station. 16.15 Uhr. Der nächste Einsatz. Ich weiß, das erfahren die Retter nicht mal selber, ja. Für die Luftretter. In Neuenburg am Rhein sei ein Mann bei einem Geschäftstermin ohnmächtig geworden. Die Arbeitskollegen des Opfers hatten den Notruf gewählt. Der junge Mann ist kaum bei Bewusstsein. Dr. Busch untersucht den Patienten. Hallo. Jetzt frage ich mich, warum wurde da der Helikopter gerufen? Weil in den Bergen habe ich es gerade verstanden, aber das sieht mir jetzt nicht so aus, als wenn dort kein Rettungswagen hinkommt. Weil das Krankenhaus zu weit weg ist oder schneller wegen Herzinfarkt, maybe? Ja, ich weiß auch nicht. Busch, mein Name, ich bin vom Hubschrauber. Verstehen Sie mich? Ja. Okay, haben Sie noch Schmerzen? Nein. Können Sie die Augen noch mal bitte für mich aufmachen? Wie bitte? Die Augen aufmachen. Entschuldigung. Ja, okay. Okay, alles klar. Die beiden Arme mal hochnehmen. Beide Arme hochnehmen, hoch, hoch. Das geht. Und beide. Ja, ich verstehe, dass das manchmal kein anderer. Aber da steht ja auch ein Rettungswagen. Deswegen verstehe ich. Also, ja. Beine bewegen. Hat er gebrochen? Nein, hat er nicht. Okay. Okay, alles klar. Gut. Es besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Dem 37-Jährigen drohen Langzeitschäden. Alles weg. Oh, wegen mit 37 Schlaganfall, Digga, ist aber... Ich habe gerade mit ihm noch geredet. Er kann sich daran erinnern, dass es ihm schwindelig wurde im Konferenzraum. Danach fehlt ihm alles. Okay. Aber dann haben die Kollegen beobachtet, dass er halt sich an den Kopf gegriffen hat, rausgelaufen ist, auf beide Seiten mehrfach gestürzt ist. Und gemeinsam bereiten die Rettungskräfte den Patienten auf den Transport vor. Auf drei. Eins, zwei, drei. Super. Von Neuenburg fliegt Christoph 54 zurück nach Freiburg. Für die 40 Kilometer Strecke braucht der Hubschrauber nur 10 Minuten. Okay. Es ist immer noch nicht klar, aus welchem Grund der Patient ohnmächtig ist. Eventuell halt wegen der Strecke, ne? Das könnte für die Busse sein, eine davon. Ist tatsächlich ein Schlaganfall oder eine Entblutung. Deswegen müssen wir die schlimmen Dinge erstmal ausschließen. Angekommen in der Uniklinik Freiburg bringt Dr. Busch den Patienten in die Notaufnahme. Er ist stabil, er ist jetzt wieder wach und ansprechbar. Der
ohne Vorerkrankung in seinem Geschäfts Meeting tatsächlich kurzzeitig bewusstlos gewesen. Dem Patienten drohen bleibende Schäden. Gut gepixelt. Dem Patienten drohen bleibende Schäden. Aufgrund des Schlaganfallverdachts führen die Ärzte eine Computertomographie durch. Ja. Dr. Busch und sein Team fliegen währenddessen zurück zur Station. Ja, und was hat er jetzt gehabt? Er übernimmt jetzt die Überwachung, aber auch die weitere Diagnostik. Wir haben ein Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin in der Uniklinik und dort sind die ganzen Spezialisten, die wir brauchen, auch vor Ort. Für die Luftretter war es der letzte Einsatz für die. Nee, die haben nicht. Hatte er einen Schlaganfall? Nee, die haben nicht gesagt, was er hatte. Geht mir nichts an. Maul. Diesen Tag. 7.30 Uhr am nächsten Morgen. Heute unterstützen Notarzt Dr. Frank Lerch und Notfallsanitäter Ralf Mewes Pilot Oliver Barth. Das Freiburger Team wechselt regelmäßig aufgrund der hohen Belastung durch die vielen Einsätze. Und auch heute haben die Luftretter wieder viel zu tun. Bei Schluchsee gab es einen Motorradunfall. Der Hubschrauber muss auf einer Lichtung einige hundert Meter vom Unfallort entfernt landen. Hier sollen Dr. Lerch und Sanitäter Ralf Mewes eigentlich von der Polizei abgeholt werden. Hier ist Lerch und Christoph 54. Dieses Polizeiauto, was er uns entgegengeschickt hat, das ist vorbeigefahren. Bei den Einsätzen kommt es oftmals auf Minuten an. Der Notarzt muss schnellstmöglich zum Unfallort gelangen. Die Luftretter müssen improvisieren. Sie halten ein Privatfahrzeug auf der Straße an. Haben Sie noch drei Plätze frei? Zwei. Zwei? Zwei. Können Sie uns mitnehmen zum Unfall? Und der ist da oben. Ja genau, da müssen wir hin. Da müssen wir wieder umdrehen. Das passt. Habe ich so auch noch nicht erlebt, aber ja, wichtig und richtig. Nach 2 Minuten Fahrt trifft das Rettungsteam an der Unfallstelle ein. Hier liegt eine 49-jährige Motorradfahrerin verletzt im Straßengraben. Ihr Ehemann hält den Tropf. Zweite Nationalität, 49 Jahre, jung. Ist der Fahrer, Sozius, oben runtergekommen, ins Bankett rein. Ja. Süß, wie der Mann ihr das hält. Hier. Schmisse, sie überschlage im weichen Beet drin. Die Motorradfahrerin hat sich im Halsbereich verletzt, klagt über Atemprobleme. Das Schweiz. Willst du die mitnehmen? Ich würde alles machen, um anderen Menschen zu helfen, Digga, wenn ich das kann, wenn ich da helfen kann, immer, klar. Das Ehepaar war auf einer Motorradtour unterwegs. Selbstverständlich, Digga. Ja. Was wärst du für ein Sohn zu sagen, nein? Ich mache mir sicher Sorgen, ist meine Frau. Ein Transport per Hubschrauber ist nicht nötig. Nach erster Erkenntnis hat die Patientin keine schweren Verletzungen davongetragen. Damit wurde die Patientin als nicht kritisch quasi. Okay, also anscheinend werden die gerufen, wenn Patienten eventuell in einem kritischen Zustand sind und jede Minute mäßig zählt. So habe ich es jetzt verstanden. Klassifiziert und geht jetzt bodengebunden ins nächste geeignete Krankenhaus, weil, so wie ich es höre, wir jetzt schon den nächsten Einsatz wieder haben. Okay. Die Luftretter haben heute extrem viel zu tun. Ohne Zwischenlandung fliegen sie direkt weiter Richtung französische Grenze. Auf dem Weg nimmt der Hubschrauber noch einen Rettungsspezialisten auf. Wir können Take-off machen. Jawohl, Take-off. Geht los. Bei Griesheim ist ein Kanu im Rhein gekentert. Drei Personen werden vermisst, befinden sich aufgrund der starken Strömung in Lebensgefahr. Auf der Suche nach ihnen fliegen die Luftretter den Rhein ab. Ertrinken, boah. Noch immer keine Spur der gekenterten Personen. Der Rhein hat Hochwasser. Die Vermissten drohen zu ertrinken. Ja. 15 Minuten dauert die erfolglose Suche jetzt schon an. Die Lage spitzt sich zu. Selbst nach mehrmaligem Abfliegen des Flusslaufs können die Vermissten nicht gefunden werden. Moin, Philipp. Na?
Nach 30 Minuten meldet sich schließlich die Leitstelle. Alle drei Personen konnten glücklicherweise durch Rettungsboote geborgen werden. Die Crew fliegt zurück zur Station. Mittlerweile ist es 18.30 Uhr. Das Rettungsteam war den ganzen Tag in der Luft. Doch viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Sehr interessanter und cooler Beruf, wie ich finde. Mit der Patientin, eine ältere Patientin, die gestürzt ist. Die hat jetzt eine Skalpierungsverletzung und vor allem eine Dehnfraktur. Also ein ganz der oberste Halswirbel, ganz oben, der ist gebrochen. Die muss dringend in eine andere Klinik. Das ist eine Sekundärverlegung, also eine Intensivverlegung. Die Patientin hat einen Genickbruch erlitten. Nach ihrem lebensgefährlichen Sturz liegt die 89-Jährige in der Notaufnahme in Tuttlingen. Zur weiteren Behandlung soll sie nach Singen gebracht werden. Angekommen in Tuttlingen muss sich Dr. Larch zunächst einen Überblick über den Zustand der Patientin verschaffen. Jetzt gucken wir es uns an. Hallo. Hallo, guten Tag. Larch, hallo. Guten Tag. Nicht erschrecken, wir sind vom Hubschrauber hören uns an und dann bringen wir sie nach Singen, gell? Aufgrund einer geschädigten Wirbelsäule hat die 89-Jährige sehr empfindliche Knochen. Aus diesem Grund ist der Transport für sie besonders riskant. Passen Sie auf, wir müssen sie jetzt einfach mitnehmen, das schaffen wir auch. Wir haben sie auch bei uns dann an der Überwachung, auch das schaffen wir. Was wir aber machen wollen, ist mit so einer speziellen Hilfe sie rüberlegen. Um weitere Schäden zu vermeiden, wird der Hals der Frau gestützt. Jede falsche Bewegung kann jetzt lebensbedrohlich sein. Ja. Wenn Sie bereit sind, wir sind's, wir würden Sie jetzt rüberheben auf unser Bett, gell? Dann kommen Sie von diesem kalten Ding runter. Ralf, geht es bei dir alleine? Ja, ich kann. Wenn jeder und jede was hat, dann auf drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Die Patientin ist jetzt bereit für den knapp 10-minütigen Flug im Hubschrauber. Hast du eine Scheune? Gut, okay, danke schön. So eine interessante Dokumentation, wie ich finde. Tschüss, danke für alles. Gerne. Von Tuttlingen fliegt der Hubschrauber knapp 40 Kilometer Richtung Schweizer Grenze. Hey, Kailuchen, na? Was ist denn los, mein Schatzi? Ja, alles gut. Nach Singen. Hier wird die Patientin operiert. 10 Einsätze an 2 Tagen. Christoph 54 war nahezu pausenlos in der Luft. Für heute ist Schluss für die Luftretter. Die Frage, die ich mir stelle, ist erstmal, was ist mit den Patienten? Das würde ich gerne wissen, werden wir nie erfahren. Und wenn für jetzt Schluss ist, wer fliegt, dann es müsste dann ja noch einen anderen Helikopter geben, oder? Clap in den Chat. Für unsere Engel der Luft. Sehr, sehr stabiles Video. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant, finde ich.